Ey, ohne Spaß, kurzer Real Talk, ne? Wir dürfen es Jackson nennen oder sollen wir uns ein eigenes Wort dafür ausdenken? Ich würde sagen, lass lieber eigenes Wort dafür ausdenken. Denkt euch mal, das Lustigste nehme ich einfach. Hamsen juggeln. Hamsen hammeln. Rubbel, nein. Bumschagalaga machen. Junge, bisher hat sich nichts besser angehört als Jackson. Lotti Karotti. Lotti Karotti. Michael Jackson. Loxen. Loxen? Loxen-Chat? Okay, sagen wir so. Wenn man sich einen loxt, ne? Kann man das doch nicht im Zimmer. Digga, loxen im Zimmer? Bockt doch gar nicht, Diggi. Also ich weiß, kurzer Real Talk, das macht gar keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Auf jeden Fall, im Zimmer, loxen macht gar keinen Sinn. Man geht aufs Klo, um zu loxen. Man macht das, also in der Dusche, wenn überhaupt in der Dusche, Diggi. Wenn man dick trainieren war und so, dann in der Dusche loxen macht schon mehr Sinn. Das ist einfach vom Feeling viel besser. Und das ist viel sauberer. Was für, hä, nee, wo lebst du? Also wenn einer von euch, ne, so ein Ekelhafter ist, der sich im Bett einloggt, dann bitte verlasst diesen Chat, bitte. Das ist doch ekelhaft, Digga. Chef, das kommt einfach an eure Decke oder so. Oder ihr riecht das einfach, wenn ihr am Schlafen seid. Ey, wenn, ey, Digga, in 10 Zimmer 100 mal besser. Was labert ihr für ein Kack? Niemals. Auf Teppich und dann Fenster auf. Digga, kann der mal bitte ein Timeout bekommen? Digga. Auf Teppich? Ja, voll der Eklige. Gegen die Wand loxen. Ey, Digga, da müssen ein paar Timeouts rausgehauen werden. Also, man geht einfach in die Dusche und macht das da. Das ist am saubersten. Weil ich sag euch ehrlich, ich selber finde das komplett eklig, ne? Also, das Ergebnis von dem Loxen. Deswegen, in Dusche, immer in Dusche. Weil dann bist du auch direkt wieder sauber. Warst du kurz dreckig, bist direkt, wer das im Bett macht, ne? Alter, ihr seid wirklich die unterste Schublade. Ihr seid, es gibt Level von Menschen und ihr seid dieses untere Level von Mensch. Ich war krank, Jungs. Ich war krank. Ich kann euch original meine Mülltonne zeigen, die ist voll mit den Tüchern.